So, servus Leute und willkommen zurück bei Part Nummer 17 vom Pokémon Feuerrot. 17? Ich glaube 17, ja. Wenn nicht, wenn es falsch ist, dann tut's mir leid. Auf jeden Fall sind wir hier schon seit dem letzten Part auf der MSN, haben hier einige Trainer kaputt gemacht. Und im letzten Part auch schön gelevelt hier mit Bisaknosp, also Herbert. Ich gehe nochmal schnell zu der schönen Frau da, die mich immer so schön heile macht. Damit es mir wieder gut geht. Und dann werde ich Nidorino am Start bringen. Damit. Will ich nicht, danke. Ne, die kann nochmal. Obwohl ich mir hier ein bisschen unsicher bin. Nicht Bericht. Tauschen. Weil hier sehr viele Trainer Wasser-Pokémon haben. Hallo. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besucht uns ausschließlich geladene Trainer. Ich bin geladener Trainer, ey. Oh nö. Mann. Was ist hier oben? Ich weiß das gar nicht mehr. Hallo. Nakbedeni ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit Zerschneider. Alter, das hier wird richtig krank. Hier sind einfach 8000 Trainer. Gut fürs Leveln. Schlecht ist nur, dass die alle Wasser-Pokémon haben. Oh nö. Naja, Level 23 reicht auf jeden Fall mit Dicta. Sprich, das reicht jetzt, wenn ich den zerstören kann. Was aber durchaus möglich ist mit Doppelkick. Na, mit Doppelkick vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht mit Schnabel. Was ich auch gerade nicht weiß, ob Flug gegen Wasser gut ist oder umgekehrt. Werden wir aber gleich herausfinden. Zumindest in die eine Richtung. Das ist sehr effektiv. Ich hätte nicht vielleicht 1% mehr Damage machen können mit einer der beiden Attacken. Nicht, ne? So. Ich hätte aber gern statt Doppeldings Duplexieb. Aber ich weiß eben nicht, ob Duplexieb auch Kampf ist. Aber bei Duplexieb kann ich bis zu 5-mal treffen, soweit ich das weiß. Und das wäre schon recht nice. Ja, nochmal Schnabel. Okay. Ich hasse Tentacher. Ohne Spaß, ich hasse dieses Pokémon. Nidorino verletzt sich selber. Oh ne, zum Glück nicht. Sehr gut. Was ich jetzt aber nicht weiß, ist, ob ich jetzt, wenn der noch ein drittes Pokémon gehabt hätte, ob ich dann immer noch verwirrt gewesen wäre. Oder nur solange das Pokémon, das mir diese Verwirrung angetan hat, gegen mich kämpft. Hallo? Wie wäre es mit einem Tänzchen? Und ich habe immer noch Dicta ausgewählt. Dickdarm. Macholo wird vom Matrose Monty in den Kampf geschickt. Los, Dicta! Pokémon! Nidorino. Ich liebe die Musik in diesem Spiel. Die ist einfach so unglaublich geil. Ohne Spaß jetzt. Aber die Musik in diesem Teil ist wirklich geil, obwohl ich zugeben muss, die in Soul Silver bzw. Heart Gold gefällt mir am besten von allen. Aber hier ist der Edition schon auf Rang 2, muss ich sagen. Weil ich spiele auch gerade Pokémon Y, wie vor ein oder zwei Parts erwähnt. Habe ich aber gerade erst angefangen, bis hier, ja, Musik ist in Ordnung auf jeden Fall, nur
Gefällt mir eben in diesen Editionen und vor allem in Hardgold extrem gut. Viel besser. Jetzt bekomme ich Johann-Attacke. Gut. Soll ich? Aber gegen was? Gegen was denn? Doppelkick auf keinen Fall. Das ist meine einzige Kampfattacke. Okay, aber jetzt weiß ich, dass Nidorino ein Gift-Pokémon ist. Ich will nicht mal... Nee, Energiefokus nehme ich auf keinen Fall weg. Flug nehme ich auch nicht weg. Viel Damage mehr. Oh, richtig gut. Das ist jetzt schwer. Das ist jetzt schwer. Ich will es aber haben und das macht recht Genauigkeit 100 erstmal. Irgendwie alle. Ich nehme es doch gegen Energiefokus. Soll ich? Ich benutze fast nie passive Fähigkeiten, deshalb werde ich das jetzt ganz einfach mal wechseln. Nidorino lernt Hornattacke. Die werden wir auch gleich mal ausprobieren, weil die anscheinend sehr gut Damage macht. Matrose Monty. Jetzt mache ich Doppelkick. Warum? Nicht dumm? Das ist doch wohl schlecht. Ja. Ha. Zum Glück. Hornattacke. Nicht so wirklich effektiv. Gegen Wasser zumindest nicht. Schnabel. Oh, noch Wind. Nö. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Jetzt dürfte aber Hornattacke reichen. Bitte verletz dich nicht selber, sondern greif noch einmal schön an. Danke. Wunderbar. Wunderbar hat er das gemacht, ey. So. Gut. Pokémon, Kleinstein, Tausch. Du. Ich wäre schon in die Partys, weil das Schiff sticht bald in See. Nee. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Ich war jetzt ehrlich froh, dass diese drei Leute keine Trainer waren. Weil hier noch so viele andere Trainer sind. Und ich das in diesem Bad noch durchbeißen will. Und wir schon wieder bei 8 Minuten sind. Bitte kein Trainer. Oh, Glück. Auf all meinen Reisen habe ich noch nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Relaxo? Ja, es sieht ungefähr so aus. Ich habe da auch schon gesehen. Vor nicht allzu langer Zeit. Hallo? Lass kämpfen. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Was hat er denn Schönes? Ein Angler. Goldini. Auch ein sehr hübsches Pokémon. Diesmal sogar kein Sarkasmus. Es gibt vor allem in den neueren Editionen nur noch so süße Pokémon, die alle so aussehen, als wären sie alle gerade auf die Welt gekommen, ungefähr so. Warum haben die alle Superschall? Mach mich mal nass. Die Stärke des Feuers wurde geschwächt. Ernsthaft? Ich habe nicht mal ein Feuer-Pokémon bis jetzt. Das brauche ich auch noch. Und ein Elektro-Pokémon. Ich wäre für Pikachu. Was ist das in dieser Edition gibt? Ne, will ich nicht wechseln. Ich ziehe das durch. Noch ein Goldini. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich werde gleich wieder verwirrt und töte mich dann selber. Vielleicht ist es aber ein Volltreffer. Bitte. Ja, oder auch nicht. Ja, roten Schlag lasse ich mir auch noch einreden. Aber Superschall nicht. Baller? Golini!
Und noch ein Tentacher. Hey, haben die alle nur Pokémon mit Superschall? Aber Tentacher ist auch ein Wasser-Pokémon, was mir sehr gut gefällt. Was ich jetzt in diesen letzten zwei, drei Parts gemerkt habe. Weil das relativ viel aushält irgendwie. Gute Verteidigung. Nicht gegen das hier. Ja, komm. Gitarke Mega Hip ist übrigens voll für den Arsch. Weil die macht ungefähr so viel Damage wie Tackle, kommt mir vor. Jetzt wurde ich vergiftet auch noch. Gut, das werden wir gleich mal heilen. Aber ja, dafür bin ich echt zu faul, wenn ich ehrlich bin. Oder nicht zu faul. Ich bin eben nicht zu faul, ich bin zu geizig, jetzt einfach mal einen Trank zu benutzen. Und ich renne jetzt wieder runter zu deinen Tusse. Die mich dann heilt. Ich meine, ich habe wahrscheinlich eh genug Geld, aber... Trotzdem ist ja nur ein ganz kurzer Weg. Und... lohnt sich. Da auch dann alle Pokémon wieder geheilt sind, alle wieder alle Attacken haben. Und ich kann weitergehen und mit dem Opa rennen. Der auch gegen mich kämpfen will. Der Wettstreit mit der Jugend hält mich jung. Ja. Mich wundert's, dass du noch nicht einen Herzinfarkt bekommen hast. Weil du immer so entsetzt bist, dass du verlierst. Okay. Er hat einen Pikachu. Ich habe einen kleinen Stein. Das bedeutet, ich habe gewonnen. Ich will unbedingt einen Pikachu. Ich liebe dieses Pokémon einfach. Ich glaube, ich würde es auch einfach gar nicht weiterentwickeln, weil ich das Pikachu einfach viel geiler finde als Raichu. Und Raichu ist auch nicht unbedingt das beste Pokémon ist. Das beste entwickelte Pokémon auf jeden Fall nicht. Big Seven hat Sternstaub. Habe ich jetzt schon 2 oder 3, ne? Hallo. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Ja, ich weiß auch mit was. Pokémon können... Ja, ich weiß. Ich will auch endlich diese Kack-VM haben. Ich weiß nur nicht wen ich sie beibringe. Oh nö, jetzt will so eine kleine Tusse mit mir kämpfen. Wo warst du, als die Party lief? Hab gekämpft gegen alle anderen. Ich hab sie alle fertig gemacht, so wie dich auch. Man hat Radfratz. Mal ein neues Pokémon. Final habe ich bis jetzt noch nicht eingesetzt. Das liegt ganz einfach daran, wer weiß von euch, was die Attacke macht. Der weiß auch, warum ich es noch nicht gemacht habe. Weil damit töte ich mein Pokémon. Das aktive, also Kleinstein in dem Fall. Und... ja, dafür geht eben das Gegnerische auch drauf. So habe ich das verstanden. Ich glaube auch, dass das so funktioniert. Machen wir mal Intensität. Ja, mach ruhig. Wo war ich gerade? Ach so, ich will sehen, wie viel das macht. Ja. Boden ist auf jeden Fall sehr gut gegen Elektro. Was haben wir denn hier Schönes? X-Angriff. Sehr schön. Jetzt hier noch der Opa. Was magst du lieber? Starke oder seltene Pokémon? Noch nicht beides. Aber wenn schon starke. Wenn ich mich nur zwischen einem entscheiden darf. Also, ja. Fukano wird von Gentleman Silvio in den Kampf geschickt. Fukano, du wirst lernen, wie es sich anfühlt, wenn der Boden unter einem zusammenbricht.
In der. Ja, okay, 4. Noch schlechter geht's kaum, oder? Das ist sehr effektiv. Ja. Das hat sich unbedingt besser für dich gemacht, Vulcano. Das bedeutet nur, dass du jetzt noch schneller drauf gehst. Aber wie viel Pech muss man haben, dass man genau das Pokémon sieht, was einfach noch stärker ist? Oder gleich stark wie das vorherige? Kleinstein Level Up. Dickter. Ja, noch lange nicht. Nächste wird Ponita. Ponita. So, hier mal Nidorino wieder. Und danach muss ich Smetba auch wieder leveln. Ist Level 21, yay. Gut. Feuerflug. Ich glaube schlecht. Mal Kampf. Komm. Kann man ja alles immer durchprobieren. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Also macht gut Damage. Das ist wahrscheinlich ja nicht mal. Nochmal. Genau gleich. Okay, das wird jetzt vergessen, ne? Die Toil eingesetzt, weniger Damage. Oder größere Verteidigung. Nochmal. Aber solange der mir nicht Damage macht, ist mir das eigentlich relativ egal. Du kannst ja meine Verteidigung von mir aus auf 0 setzen, solange sie nicht angreift. 500 Erfahrung, sehr schön. Gentleman Silver ist besiegt, ey. Ich sehe meinen Hut vor dir. Wow. Ich weiß gar nicht, was für eine Stimme ich vorhin benutzt habe. Wir denken wir eine ganz andere. Aber auch egal. So, wir haben noch 2,5 Minuten ungefähr, um die 2 Türen zu machen und dann auch noch den Zerschneider zu bekommen. Aber den Zerschneider mache ich dann doch erst im nächsten Part. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Ich weiß. Da komme ich auch noch hin. Hast du die Safari-Zone in Pusana? Fursania, sie dich schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Nee, aber da komme ich bestimmt bald hin. Ich glaube direkt nach Orania City. Hallo? Keiner kämpfen? Viele Leute werden leicht seekrank. Ich aber nicht. Der Kapitän war kreidebleich, er sah schlecht aus. Okay. Dann gehen wir mal zum lieben Kapitän. Ach, wer kommt hier denn? Ah, Sian. Big Seven. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Big Seven, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Nö. Bis jetzt erst noch gegen ihn kämpfen. Okay. Tauboga. Da bin ich schlecht dran mit Kleinstein. Obwohl nicht wirklich. Im Tick da war ich schlecht dran, aber hier habe ich ja Steinwurf. Ja, mach ruhig. Zieht richtig viel ab. Was hat er denn als nächstes? Kleinstein. Achso, das bin jetzt ich, ne? Glutexo. Gut. Was habe ich denn gegen Glutexo? Na komm, liegt da. Liegt da ist gut gegen Glutexo. Kleinstein ja auch, aber dass ich hier sofort mega cool abwechsel und professionell wirke. Intensität. Naja, ein bisschen höher hätte ich jetzt schon erwartet. Das ist nicht so schlecht. Das ist besser. Macht dich das kaputt? Ja. Da ist dein Starter kaputt, hm? Da kommst du nicht weit, ne? Boah, 600 Erfahrung, sehr schön. Radikal. Dann hole ich mal Smetbo. Der darf auch nicht fehlen in so einem Bosskampf. Rivalenkampf.
Radikal. Ja, also wirklich erfolgreich war er bis jetzt noch nicht, ne? Level 16 überhaupt. Was ist denn mit dir los, mein Freund? Ja. Komm, mach das nochmal. Das ist auch gut. Das ist ein schöner Effekt von Smetbo. Dass er sich eben selbst wählen kann, wenn er mich angreift oder versucht anzugreifen. Oder einfach nur gegen mich kämpft. Einfach nur in einem Kampf zusammen ist. Kadabra. Was ist denn das für ein Pokémon? Nö, ich wechsle mal nicht. Werden wir gleich sehen. Also ich weiß schon, welches Pokémon, aber was für ein Typ. Ich vergesse das immer. Aber mit ihm hier kann ich eh nur nochmal Superschall. Kann ich jetzt keine Konfusion einsetzen? Hey! Voll unfair. Oh, meine Stachelspore. Jetzt bin ich auch verwirrt. Komm, Pokémon wechseln, das wird so nix. Jetzt hole ich mal meinen Starter. Nee, Nidorino. Zuerst. Los, Nidorino. Und verletzt sich selber? Warum verletzt er sich nicht selber? Alter. Warum darf der zweimal? Das finde ich so unfair. Ich darf nie zweimal. Nie. Warum dauert der Dreckskampf jetzt so lange gegen so ein Drecks-Pokémon, Alter? Kann ja nicht sein, dass dieses scheiß Kadabra so OP ist. Danke, dass ich mal angreifen darf. Blockiert der Wichser erstmal meine beste Attacke. Ja, das reicht auf jeden Fall. Hier, Kadabra voll aus behinderte Pokémon, Alter, ohne Spaß. Abra, Kadabra. Smetbo hält 279 und Dickter ebenfalls. Lilala. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Und ich gebe dir nochmal 720 Poké-Dollar. Gut. Der Schneider an Bord sein, ja natürlich, aber da war nur ein Seekrank, alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao. Gut. Ich werde mich dann hier direkt vor dem Kapitän verabschieden. Da ich weiß, was mich hier oben erwartet, werde ich dann nochmal kurz runtergehen und meine Pokémon heilen und dann im nächsten Part sehen wir, wie wir gegen den Kapitän kämpfen. Soweit ich weiß. Nee, muss ich gar nicht. Ich muss dem nur irgendwas bringen. Auch egal. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.